Seit mehr als 20 Jahren bringt der Schauspieler Jim Carrey die Menschen zum Lachen. Wenn ihr Comedy-Filme mögt, ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr mindestens einen seiner Filme gesehen habt. Liar Liar, Dumm und Dümmer und Ace Ventura sind nur ein paar der populären Filme, die einen in den Sinn kommen, wenn Carreys Name erwähnt wird. Aber trotz seiner Assoziation mit Humor und Heiterkeit kämpfte Carrey einen großen Teil seines Lebens mit schweren Depressionen. Ihr seht, Depressionen machen keinen Unterschied. Es ist eine Krankheit, die jeden treffen kann, ob man reich oder arm ist, männlich oder weiblich, schwarz oder weiß. Nach Angaben von Beyond Blue sind Depressionen weltweit die häufigste Ursache für Behinderungen. Man schätzt, dass pro Jahr etwa 1 Million australische Erwachsene an Depressionen leiden. Aber wie können Sie feststellen, ob Sie oder jemand, den Sie kennen, depressiv ist? Welche Faktoren können Depressionen verursachen? Und wenn man weiß, was die Ursachen sind, kann man etwas dagegen tun? Nun, in dieser Folge namens Depression macht keinen Unterschied, wird unser Gast Dr. Neil Nedley die Antworten auf diese Fragen und auch einige praktische Einsichten mitteilen. Das solltet ihr nicht verpassen. Es könnte euer Leben verändern. Wir leben in einer Gesellschaft, die mehr Unterhaltung hat, mehr Technologie und mehr soziale Netzwerke als je zuvor. Wir können mit einem Fingerstreich im Internet surfen. Wir können Fernsehen, Filme und Sport auf Abruf ansehen. Und es gibt keine Ausrede mehr, nicht in Kontakt zu bleiben, wenn wir Facebook, Skype und WhatsApp haben. Mit Zugang zu endloser Unterhaltung und ständiger Kommunikation wären wir doch sicher ziemlich glücklich, oder? Aber das ist nicht der Fall. Tatsächlich zeigen Studien, dass seit 1915 mit jeder nachfolgenden Generation die Depressionen zugenommen haben. Was ist die Ursache dafür und wie können wir sie erkennen? Nun, unser Gast Dr. Neil Nedley ist hier, um uns bei der Beantwortung dieser Fragen zu helfen. Er ist hauptberuflich praktizierender Arzt für innere Medizin mit den Schwerpunkten Gastroenterologie, psychische Gesundheit und Lifestyle-Medizin. Er ist zudem der Autor von Büchern wie Depression, der Ausweg und Die verlorene Kunst des Denkens. Dr. Nedley, willkommen zurück. Wir freuen uns sehr, Sie wieder in unserer Sendung zu haben. Wir befassen uns mit dem großen Thema der Depression. Ja. Heute wollen wir uns die Lösungen ansehen. Das ist der spannendste Teil dieser Krankheit, dass es eine Lösung gibt. Es gibt einen Ausweg und eines der lohnendsten Dinge, die ich tue, ist, Behandlungsprogramme für Menschen anzubieten, die bisher dachten, es gäbe keinen Ausweg. Das sind die hoffnungslosen Menschen, die wir als behandlungsresistente, depressive Menschen bezeichnen, die Medikamente und vielleicht noch mehr Medikamente eingenommen haben oder vielleicht Nebenwirkungen von Medikamenten hatten und keine mehr nehmen können oder wollen, aber sie haben einfach so lange unter dieser Krankheit gelitten, bis sie schließlich von unserem Programm hören. Und es ist erstaunlich zu sehen, was passiert, wenn die richtigen Lösungen gefunden werden. Das sind also die guten Nachrichten? Das sind die guten Nachrichten. Es gibt einen einfachen Ausweg. Auf jeden Fall. Und ist dieser Ausweg begrenzt auf eine bestimmte Gruppe? Wie breit ist der Ausweg in seiner Anwendung? Es ist ein Querschnittsthema. Wir haben es tatsächlich in ethnischer Hinsicht betrachtet, um zu sehen, ob Weiße besser abschneiden als Schwarze oder Aborigines oder egal welche ethnische Gruppe, welcher Hintergrund auch immer, der Ausweg ist für alle gleich. Es gibt niemanden, der nicht die Möglichkeit hat, eine deutliche Verbesserung zu erreichen. Ja, dann wollen wir die Lösung wissen. Also gut. Die Lösung hat zunächst damit zu tun, die zugrunde liegenden Ursachen zu finden. Und ich würde wieder unsere Website empfehlen, depressionthewayout.com. Um einen Anhaltspunkt zu bekommen, und das haben wir in eurer letzten Folge angesprochen. Aber es wäre gut, wenn wir auch über einige allgemeine Behandlungsmaßnahmen sprechen würden, bevor wir zu den Einzelheiten kommen.
Wir haben herausgefunden, dass jeder mit Depressionen sich bessert, wenn man mit Fitnessprogrammen beginnt. Wenn sie noch nicht fit sind, kann ein Trainingsprogramm, bei dem sie darauf hinarbeiten, fit zu werden, ihre Depression definitiv lindern. Bewegung, so einfach ist das also? Ja, das ist richtig. Die Bedeutung von Bewegung? Ja, ganz einfach. Das andere ist die Lichttherapie. Wir alle brauchen eigentlich helles Licht durch unsere Augen. Und dieses helle Licht hilft uns, Tryptophan in unserem Gehirn in Serotonin umzuwandeln, das unsere Stimmung hebt und uns ruhig hält, damit wir bei Stress nicht ängstlich werden. Die beste Zeit für eine Lichttherapie ist der Morgen. Unsere Körperuhren sind auf Licht am Morgen eingestellt und früh zu Bett gehen und früh aufstehen hilft auch dabei. Die meisten depressiven Menschen sind Nachtschwärmer, mit anderen Worten Spätaufsteher. Sie gehen nicht gern früh ins Bett und sie haben das Gefühl, dass sie so nicht funktionieren können. Aber wir können jeden Langschläfer in jemanden verwandeln, der am Morgen viel Energie hat, indem wir seine Körperuhr durch Lichttherapie zurücksetzen und ihn dann auf Frühschlafen früh auf in 7 Tagen bringen, allein durch die Umstellung der Körperuhr und des zirkadianen Rhythmus. Was sind die Schritte, um das zu erreichen? Ändern Sie Ihr Verhalten? Gehen Sie früh zu Bett? Gibt es praktische Ratschläge, die den Leuten helfen, diese Entscheidung zu treffen und sie dann umzusetzen? Ja, wenn Sie in der Lage sind, es zu schaffen, wissen Sie, einige Entertainer müssen nachts arbeiten. Und natürlich gibt es andere Leute, die nachts arbeiten müssen. Aber die meisten depressiven Leute müssen das nicht. Sie könnten sogar früh zu Bett gehen und früh aufstehen. Und es ist die Mühe wert, dies zu tun. Sie müssen vielleicht sogar in einen Lichtkasten investieren, wenn es Winter ist, weil sie wissen, die Sonne geht im Winter vielleicht nicht um 5.30 Uhr oder 6 Uhr morgens auf. Und es gibt einen medizinischen Lichtkasten, der genauso wie die Sonne funktioniert, ohne die Nebenwirkungen der Sonne. Es verursacht keinen Sonnenbrand oder derartige Probleme. Und es simuliert den blauen Himmel und hilft dabei, die Körperuhr, sagen wir mal, um 6 Uhr morgens umzustellen. 6 Uhr morgens ist eine gute Zeit, um dies zu tun und vor diesem Lichtkasten aufzuwachen oder sogar noch früher. In 7 Tagen werden Sie zurückgesetzt sein. Aber Sie müssen auch früh zu Bett gehen und wenn Sie früh ins Bett gehen, anstatt sich hin und her zu wälzen, sollten Sie eine bequeme Position finden und diese dann 20 Minuten halten. Wenn Sie diese Position 20 Minuten lang halten und immer noch nicht schlafen, wechseln Sie in eine andere bequeme Position und machen Sie weitere 20 Minuten. Und beim dritten Mal sind die meisten Menschen eingeschlafen. Und dann sind Sie bereit für die Umstellung auf, früh ins Bett zu gehen und früh aufzustehen. Was hält Menschen normalerweise davon ab, früh ins Bett zu gehen? Nun, bei einer depressiven Person ist das, was sie davon abhält, einfach ihr Mangel an Verlangen. Was bei einer depressiven Person passiert, ist, dass ihr Serotonin ausgeschüttet wird und Norepinephrin und Dopamin als Reaktion auf Schlafentzug. Je länger sie aufbleiben, desto besser fühlen sie sich bei Schlafentzug. Das ist einer der Gründe, warum sie es tun. Aber das Problem ist, dass sie ins Bett müssen und wenn sie das tun, wachen sie morgens wie ein Zombie auf. Die Behandlung besteht also nicht darin aufzubleiben, sondern das Problem umzukehren und den Ansatz früh ins Bett, früh aufstehen zu verfolgen. Welche praktischen Maßnahmen können uns dabei helfen, früher ins Bett zu gehen? Nun, es hilft tatsächlich, vor dem Schlafengehen nichts zu essen. Tatsächlich ist es am besten, 3 Stunden vor dem Schlafengehen nichts mehr zu essen, damit man gut schlafen kann. Aber auch den Fernseher im Schlafzimmer nicht laufen zu lassen und nicht einmal Computerbildschirme. Es gibt Studien, die zeigen, dass das blaue Licht, das von Fernsehern und Computerbildschirmen ausgeht, selbst diese kleinen Bildschirme wie Smartphones oder iPads den Schlaf beeinträchtigen. Also sollten wir die sozialen Medien vor dem Schlafengehen loswerden und sie aus dem Schlafzimmer zu entfernen, ist ein wichtiger Aspekt, um angemessen schlafen zu können. Man sollte auch keinen Marathon laufen vor dem Schlafengehen. Man will ja nicht schwitzend Basketball spielen. Es dauert eine Weile, bis man sich beruhigt hat. Es ist besser, wenn man leise Musik laufen lässt und dann einfach etwas zu lesen, vielleicht etwas Geistliches oder etwas aus den Psalmen oder Sprüchen. Das neben dem Bett zu haben, ist eine gute Art, den Tag zu beenden.
Dr. Nedley, Bewegung ist also wichtig? Eine bestimmte Art von Bewegung? Die aerobe Bewegung ist wichtig. Das bedeutet, dass man nicht unbedingt in eine Menge Ausrüstung investieren muss, sondern einfach nur nach draußen zu gehen, wenn man kann. Und es hat sich gezeigt, dass zügiges Gehen sehr vorteilhaft ist. Auch Laufen, Schwimmen, Radfahren, diese aeroben Übungen sind sehr vorteilhaft. Und je länger wir sie machen, desto besser. Für depressive Menschen empfehlen wir 60 Minuten pro Tag. Aerobes Training verbessert die Durchblutung des Gehirns und Studien zeigen, dass es Antidepressiva ohne die Nebenwirkungen ist. Wir sprechen also über praktische Lösungen? Praktische Lösungen. Und eine andere Lösung ist das, was wir unserem Körper zuführen. Der Ernährungsaspekt ist sehr wichtig in Bezug auf die geistige Gesundheit. Also reden wir jetzt darüber, was wir essen? Unsere Mahlzeiten? Das ist richtig, ja. Genug Tryptophan, Tyrosin, genügend Omega-3-Fettsäuren, auch um sicherzustellen, dass wir keinen Eisenmangel haben und dass wir genügend B12, genügend B-Vitamine haben. Viele Menschen mit Depressionen sind Junkfood-Esser, weil sie sich selbst mit zuckerhaltigen Lebensmitteln, die leere Kalorien haben, medikamentieren. Man muss sie also von den leeren Kalorien und auch vom Fleisch wegbringen. Es hat sich herausgestellt, dass Fleisch Arachidonsäure enthält, die tatsächlich chronische Entzündungen verursacht. Einer der Gründe, warum es emotionale Intelligenz und einen IQ-Vorteil durch eine pflanzliche Ernährung gibt. Die pflanzliche Ernährung ist also viel weniger entzündlich, sodass die Umstellung auf eine pflanzliche Ernährung tatsächlich schmackhaft sein kann, wenn die Leute zu unserem Programm kommen. Am ersten Tag sagen sie schon, das Essen ist toll. Ich hatte keine Ahnung, dass das Essen so lecker ist. Mir hilft, meine Depression zu überwinden. Sie wissen schon, besseres Essen, bessere Laune. Und zu lernen, wie man kocht, macht auch noch Spaß. Und man opfert nicht den Geschmack, wenn man sich gesund ernährt. Sie erwähnten, dass besseres Essen die Stimmung verbessert. Ja. Erzählen Sie uns von einigen der Lebensmittel, die gut für uns sind. Nun, es hat sich herausgestellt, dass Leinsamen, Chiasamen, Spinat, Blaubeeren und Vollkornbrot sehr gut sind. Bleib weg vom Weißbrot. Vollkornbrot enthält Omega-3-Fettsäuren, Eisen und viele der Vitamine, die wir brauchen. Für das Tryptophan ist Weizenfleisch eine gute Quelle, Tofu, Kürbiskerne und auch das Grünzeug ist keine schlechte Wahl. Und das Tyrosin ist sogar in mehr Grünzeug enthalten. Senfgras ist sehr reich an Tyrosin. Wassermelone und auch Spirulina sind gute Quellen, die Algen für Tyrosin und das ist, was uns helfen kann, uns wach zu halten. Das Tyrosin hilft uns bei kognitiven Funktionen, damit wir uns an das erinnern können, was unten auf der Seite steht. Es gibt uns auch Energie. Die Tryptophan-Nahrungsmittel bewahren uns davor, unter Stress ängstlich zu werden und uns ruhiger zu verhalten. Je nach dem Zustand des Einzelnen kann ich also bestimmte Lebensmittel in einem Bereich mehr als in einem anderen empfehlen, weil die Neurochemie des Betreffenden anders ist. Das ist also etwas, das wir alle tun können? Das ist richtig. Wir werden gesünder sein, wenn wir diese guten Lebensmittel essen, die auf einer pflanzlichen Ernährung basieren? Ganz genau. Gibt es noch andere einfache Lösungen, die Sie vielleicht haben? Auf jeden Fall. Einfache Lösungen, die tatsächlich die Durchblutung und die Aktivität des vorderen Teils unseres Gehirns verbessern. Der Frontallappen. Für jeden depressiven oder ängstlichen Menschen ist es wichtig, seinen Frontallappen wieder zu aktivieren. Erklären Sie uns noch einmal den Frontallappen. Ja, der Frontallappen ist der Sitz der Spiritualität, der Moral und des Willens. Er ist auch der analytische Teil unseres Gehirns. Und indem wir die Art der Unterhaltung ändern, können wir tatsächlich den Frontallappen unseres Gehirns verbessern. Wenn wir zum Beispiel das Unterhaltungsfernsehen abschaffen und es durch gute Lektüre ersetzen, zum Beispiel durch Sprichwörter oder so etwas, den Geist anzuregen und ihm helfen, kreativer zu sein, das wird den Frontallappen des Gehirns verbessern.
Aber auch die synkopischen Rock- oder Heavy-Metal-Rhythmen loszuwerden und sie zu ersetzen durch beruhigendere Melodien und Harmonien wie Harfenmusik und etwas, das genauso schön ist. Diese Musik kann sehr unterhaltsam sein, aber es hat sich gezeigt, dass sie das Gehirn vom limbischen System hinweg in den Frontallappen balanciert, was definitiv Depressionen verstärkt. Also hat sogar die Musik, die wir hören, einen Einfluss auf uns? Ja, sie hat einen Einfluss auf uns. Und Sie wissen, dass dies für viele Menschen mit Depressionen ein entscheidendes Thema ist, da sie von diesem Frontallappen betroffen sind. Und wenn wir einen Frontallappentreffer haben, sind sie tatsächlich süchtig. Wir nehmen an, etwas teil, das uns süchtig machen wird. Und deshalb gibt es so viel von dieser Heavy-Metal-Musik. Sie ist deshalb so beliebt, weil sie die Leute in ihren Bann zieht. Und ohne sie fühlen sie sich tatsächlich schlechter, also denken sie, dass es ihnen hilft. Aber wenn sie zu unserem Programm kommen und erkennen, dass es ihnen auf lange Sicht schadet, und wenn sie sich umstellen, dann ist es wunderbar, wie sich der Frontallappen wieder zurückbildet. Und es gibt sogar noch andere Süchte, die die Leute oft nicht erkennen. Sogar Selbstverstümmelung ist nicht unbedingt auf Selbstmordgedanken zurückzuführen, sondern auf eine Sucht, bei der man den Schnitt spürt, das Blut fließen sieht und die Endorphine. Auch diese Süchte müssen behandelt werden. Und wenn wir uns mit ihnen befassen, kehrt der Kreislauf im Frontallappen wieder zurück. Deshalb ist ein ganzheitlicher Ansatz erforderlich. Es kann sehr einfach sein, aber es kann auch so kompliziert sein, dass viele Menschen die Entscheidung treffen, an einem Programm wie diesem teilzunehmen oder ein Bildungsprogramm in ihrer Gemeinde zu besuchen, damit sie diese Dinge angehen können und die nötige Unterstützung erhalten. Eine andere ernste Sache, die Menschen mit Depressionen tun können, ist natürlich Anorexie oder sogar Bulimie. Diese Zustände verkomplizieren die Sache noch mehr und können sogar lebensbedrohlich sein. Es ist also sehr wichtig, sich nicht damit abzufinden, sondern sich die Hilfe zu holen, die man braucht, wenn man zu den Magersüchtigen oder sogar Bulimikern gehört. Holen Sie sich die Hilfe, die Sie brauchen, damit die Hirnchemie tatsächlich korrigiert werden kann, damit Sie nicht zu diesen Maßnahmen greifen müssen, um sich selbst zu behandeln. Gibt es andere Möglichkeiten, wie wir unsere Gehirnfunktion verbessern können? Ja, das gibt es. Soziale Unterstützung statt sozialer Isolation. Vielleicht sogar in eine Gruppe gehen, die daran arbeitet, ihr Gehirn zu verbessern. Und Teil dieses sozialen Netzwerks und in einem Coaching-System hat sich als sehr hilfreich erwiesen. Und dann hat sich auch die kognitive Verhaltenstherapie als sehr hilfreich erwiesen. Was ist das? Bei der kognitiven Verhaltenstherapie geht es um die Erkenntnis, dass es unsere Gedanken sind, die unsere Gefühle und unser Verhalten verursachen. In dieser Verhaltenstherapie lernen wir also, unsere Gedanken auf Verzerrungen zu analysieren und dann diese Gedanken zu korrigieren. Und das ist einer der Gründe, warum sie die Durchblutung des Frontallappens verbessert. Es erfordert eine Analyse unserer Gedanken, das Erkennen von Verzerrungen in den Gedanken und dann diese zu korrigieren. Und das hat sich als sehr nützlich erwiesen. Wir setzen dies in unseren stationären Behandlungsprogrammen ein, nachdem wir die Gehirnchemie so verbessert haben, dass sie ihre Gedanken analysieren können. Können Sie mir ein Beispiel für die kognitive Verhaltenstherapie nennen? Wie können Menschen ihr Denken und ihre Gedanken ändern oder analysieren? Ja, es gibt 10 verschiedene Arten von verzerrtem Denken und eine davon ist sehr verbreitet. Eigentlich sind sie alle bei depressiven Menschen verbreitet, aber eine davon würde man einen mentalen Filter nennen. Das ist, wenn man nur eine Seite des Lebens betrachtet. Im Programm kam ein Herr zu mir und erzählte mir, dass in seinem Leben alles schief läuft. Seine Frau nörgelte, sein Chef schrie ihn an, seine Finanzen gingen den Bach runter, sein Dach war undicht und die Rechnungen stapelten sich. Er war klein und dick und außerdem bekam er eine Glatze.
Und weißt du, als ich mit ihm sprach, erkannte ich, dass er, obwohl er klein und fett war, immer noch laufen konnte. Er konnte sich immer noch selbst ernähren, konnte immer noch gut atmen, hatte Freude an seinen Kindern, hatte Freude an seiner Kirche und er hatte das Potenzial, eine Menge guter Dinge zu tun, aber er betrachtete nur eine Seite der Gleichung. Mit dem mentalen Filter muss man also absichtlich und mit Nachdruck nach Beweisen suchen, die die andere Denkweise unterstützen und natürlich helfen wir dem Einzelnen dabei. Dann haben Sie den religiösen Glauben erwähnt und wie nützlich er sein kann. Ja, tatsächlich wird das geistige Funktionieren den Frontallappen des Gehirns verbessern. Das ist der Bereich für Anbetung in unserem Gehirn. Also kann sogar der Besuch von Gottesdiensten gesund für das Gehirn sein. Gottesdienste mit guter Musik und vielleicht eine Analyse der Heiligen Schrift kann von großem Nutzen und ein Antidepressivum sein. Und so erkennen viele Menschen nicht, dass der traditionelle Kirchgang der psychischen Gesundheit hilft. Und das ist auch der Grund, warum so viele Studien zu diesem Thema durchgeführt wurden. Studien zeigen, dass wenn man ein aktiver Kirchgänger ist, an Gott glaubt und spirituelles Material liest, sich um 79% schneller verbessert als jemand, der das nicht tut. Und das ist eine große Zahl. Dr. Nedley, die meisten der Lösungen, die Sie vorgeschlagen haben, sind sehr praktisch. Wie passen Medikamente zu dieser Lösung? Es hängt von der jeweiligen Person und ihrem Zustand ab, ob Medikamente bei Depressionen überhaupt eingesetzt werden. Aber es kann eine Ergänzung sein. Wir müssen erkennen, dass sie nur eine begrenzte Wirkung haben und niemals die einzige Behandlung für Depressionen sein sollte. Und als Arzt verwende ich es bei bestimmten Personen. Aber das Ziel ist es, sie innerhalb von 5 oder 6 Monaten davon zu befreien. Was uns leicht gelingt, wenn wir uns um die zugrunde liegenden Probleme kümmern und einige der praktischen Ansätze anwenden, über die wir gesprochen haben. Wenn die Leute mehr Informationen haben wollen, wohin sollten Sie gehen? Nun, wir haben ein Buch über dieses Thema geschrieben. Es heißt Depression: The Way Out und fasst vieles von dem zusammen, worüber wir gesprochen haben. Und auch auf unserer Website depressionthewayout.com kann man mehr erfahren. Es gibt Aufklärungsprogramme zur psychischen Gesundheit überall auf der Welt, die in bestimmten Städten und zu bestimmten Zeiten unter Verwendung unseres Materials durchgeführt werden. Und Sie können herausfinden, wo auch in Ihrer Gegend eins durchgeführt wird. Oder wenn Sie wirklich das therapeutische Programm nicht nur das zur psychischen Gesundheitserziehung brauchen, können Sie uns besuchen, um herauszufinden, wie Sie sich für das Therapieprogramm für schwere oder behandlungsresistente Depressionen anmelden können. Wenn Sie einen Ratschlag für Menschen hätten, die mit Depressionen zu kämpfen haben, wie würde er lauten? Depressionen sollten nicht lebenslang toleriert werden, ebenso wenig wie die Ängste. Für beide Störungen gibt es einen Ausweg. Und es gibt Hilfe, wenn man die zugrunde liegende Ursache findet und sie beseitigt. Werden Sie nicht nur ein glücklicheres Leben führen, sondern auch ein weitaus erfolgreicheres, nicht nur in Bezug auf Beziehungen, sondern auch in finanzieller und körperlicher Hinsicht. Warten Sie also nicht auf die Komplikationen einer Depression, sondern begeben Sie sich auf den Weg zu einer optimalen geistigen Gesundheit. Dr. Nedley, es war mir ein Vergnügen, Sie heute in unserer Sendung zu haben. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen alles Gute für Ihre zukünftigen Unternehmungen. Ich danke Ihnen. Depressionen sind nicht neu. Wusstet ihr, dass auch viele Menschen in der Bibel von Depressionen betroffen waren? Wie wir schon zu Beginn der Sendung gesagt haben, machen Depressionen keine Unterschiede. Und manchmal kommen unsere größten Gefühle der Verzweiflung nach emotionalen Siegen. Ein Beispiel dafür ist der Prophet Elia. Dessen Geschichte wird in 1. Könige Kapitel 18 erzählt. Er hatte eine wunderbare Erfahrung, bei der Gott ihn benutzte, um ein Wunder zu vollbringen. Aber im Kapitel 19, dem nächsten Kapitel, war er müde, entmutigt und fürchtete um sein Leben. Aber Elias Geschichte hatte ein glückliches Ende. Denn Gott konnte zu ihm sprechen und ihn noch einmal motivieren. Gott erinnerte ihn daran, dass sein Leben einen Sinn hat und dass Gott immer noch da war, wenn Elia sich allein fühlte. Auch wir können aus Elias Geschichte Trost schöpfen und wissen, dass wenn wir dunkle Momente erleben, wenn wir uns am Boden fühlen und wenn wir denken, dass wir allein sind, dann ist Gott da.
Gott liebt uns und sorgt sich immer noch um uns. Lasst uns das jetzt beim Beten in unseren Gedanken verankern. Lieber himmlischer Vater, manchmal fühlen wir uns innerlich traurig und leer. Wir sind dankbar, dass wir nie wirklich allein sind. Auch wenn wir uns einsam fühlen, bist du da. Wir wissen, dass du uns liebst und für uns sorgst. In Jesu Namen. Amen. Depressionen sind weltweit die häufigste Ursache für Behinderungen. Man schätzt, dass in jedem Jahr etwa 1 Million australische Erwachsene an Depressionen leiden. Studien haben einen Zusammenhang zwischen Depressionen und ernsthaften Gesundheitsproblemen wie Fettleibigkeit, Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen entdeckt. Woran kann man erkennen, ob man selbst oder jemand, den man kennt, depressiv ist? Welche Faktoren können eine Depression verursachen oder zu ihr beitragen? Und wenn man weiß, was die Ursachen sind, kann man etwas dagegen tun? Nun, das sind wichtige Fragen und sie verdienen eine Antwort. Wenn euch die heutige Reise gefallen hat, solltet ihr nächste Woche wieder dabei sein, wenn wir eine weitere Reise des Lebens gemeinsam erleben und eine weitere neue und zum Nachdenken anregende Perspektive auf den Frieden, die Einsicht, Verständnis und Hoffnung betrachten, die uns nur die Bibel geben kann. The Incredible Journey ist wirklich Fernsehen, das Leben verändert. Bis nächste Woche, denkt an das endgültige Ziel der Reise des Lebens. Nun sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, und Gott wird abwischen jede Träne von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei. Es wird kein Schmerz mehr sein, denn die früheren Dinge sind vergangen.